Jo Leute, was geht ab? Und gestern wurde wieder mal ein Auto gelauncht, und zwar der Williams FW44. Und zwar, ja, leider war es wieder nur ein Showcar. Das bedeutet, man hat nur quasi das Design gezeigt und es wird ein komplett anderes Auto bei den Testtagen sein, wie es hier ist. Das ist dieses Auto, was man damals bei der FIA kaufen konnte, um halt ja maximal Aufmerksamkeit zu bekommen, aber minimal zu zeigen, was das Auto kann. Trotzdem gucken wir uns mal das Video an, das sie veröffentlicht haben. Eins noch, bevor das Video beginnt. Man wusste vorher schon, es wird dunkelblau sein, Duracell und dass natürlich Latifi und auch Alexander Albon die Fahrerpaarung für dieses Jahr sein wird. Aber gucken wir uns jetzt mal den Launch an. Und hier schon mal so eine Art Windkanal, finde ich ziemlich nice, sieht sehr gut aus. Und ja, oh mein Gott, das war so ein cooler Williams, ich liebe dieses Auto. Guckt euch das mal an, es war auch eine Hommage an das, ja, ich denke mal, es ist eine Hommage an den Williams hier. Ich finde die Autos ziemlich cool, überhaupt dieser blau-gelbe, das war eines meiner Lieblingsautos. Wäre auch cool gewesen, wenn das Design so geworden wäre, aber ist es leider nicht. Man sieht auch hier immer in den Plänen so viel Gelb und Blau und so, aber ich verstehe nicht genau, was es dann mit dem auf sich hat, was man dann gemacht hat. Weil es hat gar nicht viel mit der Geschichte zu tun, leider. Man hätte auch ein bisschen Gelb einbauen können, hätte ich auf jeden Fall gefeiert. Aber jetzt hier mal, ja, die Schraubenschlüssel bewegen sich Richtung Auto. Hier haben wir natürlich die neuen, die Anzüge hat man auch gesehen. Die sind mir gar nicht so aufgefallen. Also man war doch ein bisschen später dran als gedacht. Und ja, man konnte das auch nur von ihrer Website aus verfolgen. Oder auf YouTube halt, auf den Livestream, auf keinen anderen Kanälen oder so. Die haben das wirklich sehr streng geheim gehalten. Am Anfang dachte ich mir so bei diesen ersten Blicken so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Toro Rosso, aber sie haben da doch was Eigenes draus gemacht. Mit diesen typischen seit Jahren dunkelblau, hellblau Williams Farben hat man dann noch einen roten Akzent dazugegeben und auch noch so ein bisschen das Hellblau noch mit eingearbeitet. Finde ich okay, das Design. In meiner Rankingliste wird es wahrscheinlich auf den 6. Platz fallen, weil es jetzt nicht meins ist, auch der AlphaTauri. Ich meine, ich mag die Designs alle, aber ja, es ist halt leider so, nicht sagen, a new beginning. Und hier haben wir nun den FW44, sieht ziemlich spritzig aus. Williams, genau. Und wir gucken uns natürlich auch direkt die ersten Bilder an. Ich habe auch keine Vergleichsbilder oder so. Ich meine, wir kennen den Williams, er war eine Gurke letztes Jahr. Und hier haben wir die erste Frontansicht und das sieht man schon auf jeden Fall. Auch bei dem Front Wing ist man einen ähnlichen Weg wie AlphaTauri gegangen. Also die haben da fast einen ähnlichen Wing, aber wie gesagt, es ist halt nichts. Ich brauche es nicht vergleichen. Es ist quasi das gleiche Auto wie von Red Bull. Man hat ja nur dieses Showcar und da ist eigentlich nur das neue Design drauf geklebt. Man sieht natürlich auf jeden Fall, sie haben wenig Sponsoren und das fällt halt leider auf. Ich denke mal, man hat dann auch ein bisschen, man möchte endlich wieder in die Bahn zurück, wie man früher war. Nächstes Bild hier von der Seite und da, wie gesagt, wo eigentlich viele Sponsoren sein sollten, hat man eigentlich nur Lavazza und jetzt natürlich auch neu hinter dem Vorderreifen sieht man Duracell nicht ganz, aber ich glaube, vielleicht hat man auch wegen denen diese Radmuttern Gold gemacht. Duracell ist ja auch so ein bisschen Gold, Gold-Schwarz. Ich mag das Design, gerade auch hinten dieses Verspielte mit den Dreiecken, finde ich ziemlich cool. Das sehen wir auch gleich hier von der Seitenansicht, ach der Scheiße, von der Seitenansicht ein bisschen besser. Hier sehen wir auch Duracell mal vorne, auch ein paar rote Akzente, finde ich nice. Auch wie gesagt, diese Dreiecke, toll, wirklich, auch hinten ein bisschen rot, auch oben ein bisschen, man hat auch ein bisschen gespielt mit dem Design. Ich bin persönlich echt gespannt, ob man dieses Jahr mithalten kann. Es zählt ja nicht, was oben drauf klebt oder wie viele Sponsoren drauf kleben, sondern eigentlich zählt, was drinsteckt. Und ich hoffe, die haben endlich mal nachgelegt und ich glaube, die fahren ja auch mit einem Mercedes-Motor. Auch hier ein bisschen von hinten, selbst hier, oh, der Heckflügel, cool, sogar ein roter Strich am Heckflügel drauf, ist echt nice. Auch diese doppelte Heckflügelhalterung finde ich auch ziemlich spannend, das Ganze. Und auch von oben, da siehst du auch das Komplette mit diesen roten, da geht auch oben ein roter Strich und ein paar Zacken und so, finde ich auf jeden Fall nice. Also schreibt gerne in die Kommentare, wie euch gefällt, auch die Nase nochmal so ein bisschen in Betracht. Man sieht hier natürlich 150 Jahre Williams, dann Lavazza und so weiter, aber sonst, ja. Hier habe ich mir nochmal was ganz Besonderes überlegt. Und zwar, weil es heute leider wieder kein richtiger Launch war, sondern nur ein Showcar, dachte ich mir, wir werden schnell durch sein. Und ich wollte aber unbedingt noch
die bis jetzt gelauncht Autos vorstellen. Hier haben wir den Haas mal natürlich, der erste, der Red Bull unten, der zweite, dann auch der Aston Martin, dann hatten wir den McLaren am Freitag, gestern dann den Alfa Tauri und heute den Williams. Und so sehen die verschiedensten Designs aus der neuen Autos. Am Donnerstag zum Beispiel kommt dann noch Ferrari dazu und am Freitag noch Mercedes. Ich bin gespannt, ob der Mercedes Silber oder weiß wird. Silber oder schwarz wird. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ob der Ferrari wieder rot wird. Nein, Kappa. Ich weiß natürlich, dass er rot wird. Aber ich denke mal, da wird auch viel schwarz dabei sein. Man hat ja auch schon diese geleakten T-Shirts gesehen. Und ich glaube, da wird man dieses Jahr auch viel mehr auf schwarz gehen. Cool wären auch so diese legendären Ferraris mit diesen vielen weißen Stellen für Santander. Bin aber sehr gespannt mal. Wie gesagt, ich rank jetzt hier mal meine Top. Auf dem letzten Platz sehe ich aktuell den Haas. Der gefällt mir gar nicht und das ist halt so ein bisschen so ein Machtdemonstrations-Russia-Car. Gefällt mir jetzt nicht ganz und auch hier, glaube ich, das war auch nur ein Showcar, also so ein Rendering-Zeug. Also das ist noch nicht fix. Also dann kam das erste richtige Auto, der Aston Martin, der Red Bull. Ja, ich muss jetzt mal sagen, ich sehe den Haas auf dem letzten Platz, also auf 6. Auf 5 würde ich, ich weiß nicht genau. Also ich schwank dazwischen Williams und Red Bull. Ja, ich meine, ich mag das Red Bull Design, aber es ist halt wieder nichts Neues. Also wir geben auf jeden Fall den Red Bull, nein, sagen wir, ich gebe auf 5 den Red Bull, auf 4 dann den Haas, den Williams, den finde ich auch ziemlich cool. Dann sehe ich auf jeden Fall persönlich den Alfa Tauri. Ich mag ihn zwar dieses Jahr, aber sonst so, man sieht, es ist das Logo spiegelverkehrt. Ich muss es spiegeln, dass es hierhin passt. Auch dieses Flex passt nicht. Trotzdem, ich wollte da nur das Design an sich hier zeigen. Wie gesagt, also 6. Platz Haas, dann 5. Red Bull, dann würde ich den Williams sehen. Dann wird es der Alfa Tauri und dann, ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich sehe aber immer noch, ich weiß nicht genau. Also ich glaube, der McLaren gefällt mir am besten. Deswegen der Aston Martin auf 2 und der McLaren auf 1. Wie würdet ihr abstimmen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, morgen ist mal launchfrei. Ich freue mich. Aber morgen hätte auch ein anderes Team mal gehört. Zum Beispiel der Alfa Romeo, der dann am 27. launcht. Oder auch Alpine, die fallen dann noch raus mit dem 21. Aber schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Abonniert gerne den Channel, kostenlos für mehr vom Lanz. Und schaut auch gerne auf Insta-Tobihofer auf Instagram. Links wie immer alle unten im Video. Ciao. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you every side, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want.